Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mit der Mühle, Englisch Paradiddle, beschäftigen. Um was geht es dabei? Es geht um eine Aneinanderreihung von Einzel- und Doppelschlägen. Wir erinnern uns, Einzelschläge und Doppelschläge. Dabei wechselt oft der Handsatz von der einen in die andere Hand. Nun schauen wir uns das Ganze langsam an und sprechen dazu. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Und das Ganze nochmal. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Im nächsten Übedurchgang sprechen wir das englische Paradiddle dazu. 1, 2, 3, 4. Paradiddle, 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 paradiddle. Wie verhält es sich nun mit der Bezeichnung Mühle? Dazu spiele ich euch die Figur etwas schneller und betone jeweils den ersten Schlag. Klingt schon ein wenig wie eine alte Mühle an einem Bach. Für diese interessante Schlagfigur gibt es viele Möglichkeiten. Wir beginnen damit, wie eben gezeigt, dass wir versuchen, den ersten Schlag jeder Vierergruppe etwas lauter zu spielen. 1, 2, 3, 4. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Im nächsten Schritt können wir versuchen, die Schläge auf verschiedene Oberflächen zu verteilen. Am einfachsten ist es, wenn ihr eine Hand auf die Seite ans Knie legt und die andere Hand auf dem Oberschenkel belasst. Hört euch das Ganze an, auch wieder langsam, ihr könnt auch gleich mitmachen. 1, 2, 3, 4. Eine weitere spannende, sehr lustige Variante habe ich noch für euch, und zwar indem ihr den ersten Schlag auf der gegenüberliegenden Schulter ausführt. Klingt viel komplizierter, wie es ist, schaut's euch an. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Ja, diese Variante macht sehr viel Spaß. Wir versuchen nun, das Tempo langsam zu steigern. 1, 2, 3, 4. So. Bis zum nächsten Mal.